Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der neuen Bude. Und damit willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ihr habt gesehen gerade, worum es geht. Es ist sowieso kein Geheimnis, weil ich es im Titel schreibe und aufs Thumbnail packe. Wir spielen ab heute Single Joy-Con. Das mag ich halt überhaupt nicht, die Steuerungsmethoden. Lasst mich meinen fucking Pro-Controller nehmen. Wir spielen Pokémon Let's Go, natürlich die Supreme-Version. Wer nimmt bitte freiwillig Let's Go Pikachu, wenn man Evoli haben kann? Und ehrlich gesagt habe ich nicht mehr im Kopf, dass diese Cutscene irgendwie existiert hat. Ich dachte, das wäre nur ein Trailer oder so, aber die sieht ganz gut aus. Die Cutscene gefällt mir, aber ich weiß, dass das Spiel grafisch besser als Schwert und Schild, aber auch nicht mega ist. Ich habe mir schon überlegt, was für Pokémon ich trainieren werde. Ich werde das Ganze recht gechillt machen. Sehe keinen Grund, hier irgendwie groß was tryhardig draus zu machen. Moin. Und da ist Professor Eich. Wer kennt ihn nicht? Ich habe keine Ahnung, wie der Ton in diesem Spiel ist, ob ich ihn noch irgendwie umstellen kann. Habe ich gerade alles keine Ahnung. Ich werde es rausfinden müssen in dieser Folge, wenn es wie bei Kirby zu laut ist, was ich allerdings bezweifle, weil ich habe die Fernsehlautstärke ungefähr aufs Doppelte gestellt, damit es so laut ist wie bei Kirby für mich. Und das ändert nichts an der Videolautstärke. Dementsprechend denke ich, das geht so. Aber ja, hallo, schön dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, aber die meisten Leute nennen mich einfach nur Baum, weil sich keiner diese Scheißsorten merken kann. Und musstest du jetzt das Tragosso rausholen, um mir zu zeigen, was ein Pokémon ist, weil da neben dir kein Evoli steht? Alles klar. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon können auf sehr unterschiedliche Weise miteinander leben. Für manche sind sie nur niedliche Begleiter im Alltag, für andere, ja, kämpfen. Was mich betrifft, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Aber jetzt erzähl mir mal etwas über dich. Ja, also, ich mag irgendwie die Designs hier allesamt nicht. Die sind alle weird, aber am ehesten schätze ich, ich gehe in Frührente. Guck mal. 12 Zeichen, weil warum sollte man viele haben? Ich könnte mich einfach Günther nennen oder ich könnte mir irgendeinen Scheißnamen geben. Wenn ich mal so durchgehe, was ich für Pokémon geplant habe, was ich da für Namen geplant habe. Ja, okay, kann ich eigentlich auf einer recht normalen Schiene bleiben? Ja. Bleiben wir einfach bei Günther. LOL. Alles klar, dein Name ist also Günther LOL? Ja. Und das ist ein Evoli, Alter. Oh mein Gott. Vielleicht der schlechteste Rivale, den es in der Reihe gibt. Wer weiß. Meiner Meinung nach hat er auf jeden Fall das Potenzial dazu. Streitet sich ein bisschen mit siebte Generation Tali, aber wahrscheinlich ist der hier schlechter. Diesen jungen Mann hier kennst du, oder? Klar kennst du ihn. Schließlich seid ihr schon von Kindesbeinen an beste Freunde und die größten... Ja, genau. Das ist das Problem an modernen Pokémon-Rivalen. Wie heißt er noch gleich? Wie heißt er denn noch gleich? Meine Lieblingsbeleidigung, die keiner außer mir verwendet, weil sie keinen Sinn ergibt. Er heißt also Sohngeburt? Ja!
Natürlich, das ist Sohngeburt. Wie konnte ich das vergessen? Es ist Zeit, Günther Lohl. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und jetzt, guck mal, das ist der Spielname. Ist das nicht lustig? Also, es wird sich schon ein paar Mal ein Pokémon-Let's Play gewünscht hier auf meinem Kanal. Schwert und Schild hab ich gar keinen Bock drauf. Ja, aber das Fertigmachen allgemein. Oh mein Gott, der Schatten des Joy-Cons. Der hatte ja mehr Pixel als meine alten Videos gehabt. Und ja, ich muss die Scheiße wirklich mit Single-Joy-Con steuern und hasse es jetzt schon. Ich meine, ich könnte auch diesen behinderten Pokéball-Controller nehmen, aber... Also bei der Anfangsauswahl stand nur Handheld, Joy-Con oder Pokéball zur Auswahl. Man hatte da am Anfang schon die Auswahl, wo man es angeben musste. Wie viele Pokémon es wohl auf der Welt gibt? Eine Nintendo Switch-Konsole! Wer hat denn so ein Scheißteil? Ja, Überraschung. Ganz zufällig steht hier eine Evoli-Puppe. Könnte das irgendetwas damit zu tun haben, dass dieses Spiel gefühlt Evoli ist? Also, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Let's Go gespielt habt. Wer von euch hat Pikachu genommen und wer von euch Evoli? Ich frag das bestimmt nicht, damit ich alle blockieren kann, die Pikachu genommen haben. Ich meine, schreibt's einfach mal. Ich bin's! Bist du schon auf dem Bein, Günther Lohl? Ich komm hoch! Ja, ich spreche den so. Morgen, Günther Lohl! Du schaust aber verdutzt aus der Wäsche. Bist noch nicht ganz wach, was? Nein, du bist geistig behindert. Ich meine, ich bin überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag. Also eigentlich geht der Tag 24 Stunden, genauso wie jeder andere. Ich weiß nicht, was du meinst. Der Tag, an dem wir endlich ein eigenes Pokémon kriegen. Unser erster Tag als Pokémon-Trainer. Los, komm, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Oh, Sekunde. Also was jetzt? Hast du meine Mail von gestern gesehen? Wenn nicht, dann lies sie lieber schnell noch durch. Da stehen ganz wichtige Sachen drin. Wie können wir speichern und so ein Bullshit? Ich geh schon mal vor, ja? Ich warte bei Professor Eichs Labor. Ja, schön. Hier noch ein paar Referenzen. Das Poster da oben ist die Introsequenz des originalen Rot-Blau. Das ist an der Seite auf dem Kalender ein Original-Sprite aus den Spielen. Also, unser Haus ist wie das typische Pokémon-Haus. Wozu brauchen wir irgendwelche anderen Zimmer als ein Ort, wo ich schlaf und die Küche für unsere Mutter? Gute Werte, die ihr da vermittelt, Nintendo! Das macht's besser! Sag mal, hast du nicht einen Termin bei Professor Eich? Sohngeburt wollte doch mit dir eure Pokémon abholen gehen. Ich weiß, was eine Sohngeburt. Das ist wirklich das Schöne. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand außer mir dieses Wort verwendet, weil das auch kein Ding sein sollte. Aber ich mach's einfach, weil ich es kann. Darf ich anmerken, dass man nirgends einen Balkon erreichen konnte von drinnen? Warum ist da einer? Ja, So, dann weiter geht's. Hier sind wir richtig. Hey, Günther Lohl, Professor Eich ist anscheinend gar nicht da. Meinst du, die Pokémon, die wir von ihm bekommen, stecken in den Pokébällen da? Ich kann's kaum erwarten. Ganz zufällig nur zwei Stück. Das heißt, einer der drei originalen Starter ist tot. Lol. Wahrscheinlich hat Professor Eichen gegessen oder der chillt gerade hier drüben drin, aber
Ich bleib bei meiner Professor Eichhardt ihn gegessen Theorie. Ja, weil es nach Essen Also, wenn es wirklich nach Essen geht, ich denke, es kommt ein bisschen auf die Region an. Und auf die Geschmacksrichtung. Ich glaube, die meisten würden am ehesten Bisasam essen, allerdings wäre das halt sehr vegan. Andererseits so Echse, Schildkröte für so Shiggy Glumanda, das kommt wahrscheinlich sehr auf den Geschmack an. Ich glaube, so Leute, die scharfes essen mögen, würden am ehesten so Glumanda nehmen. So Meeresfrüchte eher Shiggy und Veganer Bisasam. Und guck mal, da ist er. Doch, Pflanzen sind auch Lebewesen. Bisasam ist eine weit entwickelte Pflanze. So, weiter geht's. Vielen Dank, Freunde. Guck mal, ein alter Mann spricht mit einem Tauben. Das gibt's auch hier im Stadt. Wir haben keinen Stadtpark, der Witz funktioniert nicht. Ihr habt mir dabei geholfen, euch Taubsi etwas besser zu verstehen. Macht's gut. Nein, wir haben nichts, das auch nur in die Nähe von einem Stadtpark kommt. Ah ja, wir haben eine kleine Pflanze, zwei Wänden und eine Art Brunnen. Das ist kein Stadtpark, das ist, wenn dann, ein Marktplatz, du Genius. Nein, der Marktplatz ist was anderes. Trotzdem ist es kein Stadtpark. Das ist so eine Art Baby vom Stadtpark. Auch nicht, weil ich glaube, du hast keine Ahnung, was ein Park ist. Naja. Oh, sieh einer an, wenn das nicht mal nicht Günther Lohl ist. Ach stimmt ja, ich hatte ja versprochen, dir und Sohn Geburt euer erstes Pokémon zu geben. Dann lass uns doch gleich zum Labor gehen. Hm? Oh, na sowas. Guck mal, ein Evoli. Was ein Zufall. Das ist ja wie im Spielenamen. Oh mein Gott, dieser Schatten. Diese Schatten. What the fuck? Ich glaub nicht. Wie ungewöhnlich, dass sich hier ein Evoli rumtreibt. Du solltest diese Gelegenheit nutzen und versuchen, das Pokémon zu fangen. Du musst nur gut zielen und einen Pokéball auf es werfen. Richte deinen Joy-Con horizontal in Richtung des Pokéballs auf dem Bildschirm aus. Halt A, so zielen. Schwinge nun den Joy-Con und wirf ihn nicht weg, Bitch. Warte, ich soll den horizontal hinhalten und dann nach unten schwingen? Wollt ihr mich verarschen? Ich halte den nach oben und schwing dann. Oh, Bitches! Ich bin's! Bin ich jetzt der Beste? Ja, bin ich! Okay. Klasse! Evoli wurde gefangen! Mir fällt jetzt erst auf, dass das ja tatsächlich sehr gut passt. Sogar weil tatsächlich habe ich vor, das Ding Eevee zu nennen, ob ihr es glaubt oder nicht. Und das Ding kann sich nicht entwickeln, genau wie Eevee über längere Teile der Walross-Edition. Tja, ein hervorragender Wurf. Kannst du glauben, dass das dein allererster Fang war? Ja, ich bin einfach der Beste. Jetzt musst du den Pokéball nur noch aufheben und schon gehört das Pokémon dir... Oh, ich glaube, das ist mir dann doch zu komplex. Wenn du möchtest, kannst du deinem Evoli sogar einen Spitznamen geben. Oh, diese Schatten. Hä? Ja, ja, so funktioniert das. Das ist aber ein lebendiges Kerlchen. Das merke ich mir, wenn das jetzt weibliches Geschlecht hat, dann schlage ich dich. Hey, warte doch, komm zurück. Oh, was ein Zufall. Da ist ein drittes Pokéball, yes. Professor, hören Sie mir erklären, warum wir auf einmal drei Pokebälle liegen? Bin ich behindert? Ich meine, ja, aber ich kann schwören, dass... Da steckt der kleine Ausreißer also. Schätze, dritten Pokéball befindet sich das Evoli, das Günther Lohl eben gefangen hat. Was, echt? Du hast da ganz allein ein Pokémon gefangen, Günther Lohl? Ich weiß, was ich da gibt es
Frauen haben irgendwie die Zeit länger anzupassen, wenn die Zeichen zu viel sind. Warte, wer spricht das jetzt? Sohngeburt oder Professor Eich? Keine Ahnung, ich sag nicht Professor Eich, sondern Sohngeburt. Habt ihr das gesehen? Dieses Pokémon ist wirklich quicklebendig. Das ist schön. Los, Günther Lohl, heb den Pokéball auf und halt ihn diesmal ganz fest in deiner Hand, sonst explodiert er. Okay, also hier ist das Evoli, wir nehmen das. Wer hätte das gedacht? Wir haben keine Wahl. Was eine Überraschung. So, eine Cutscene. Moin. Das Vieh kommt einfach raus, wenn's Bock hat. Guck mal, das wohl einzige Mal in der gesamten Pokémon-Reihe, dass sich der Gesichtsausdruck des Main-Characters verändert. Du hast Evoli als dein erstes Pokémon erhalten. Wie hätte ich denn das nur ahnen können? Es steht nicht im Spielnamen. Höchst ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach nach Lust und Laune aus seinem Pokéball hüpft. Irgendwie sind die Dinger ineffektiv. Scheiß drauf, offenbar hat es dich ins Herz geschlossen. Wie wär's, wenn du ihm Spitznamen gibst? Und ich sehe nicht mal, welches Geschlecht das Ding hat, danke. Ich meine, ich nenne es so oder so, Eevee. Wäre halt nur noch besser, wenn es weiblich wäre. Außerdem könnte ich dann Professor Eich auf die Fresse schlagen. Weil er gerade das Gegenteil behauptet hat. Ja, Eevee, wie gesagt. Ich nehme das Pokémon hier, Professor Eich. Ah, stimmt. Es sind zwei Starter tot. Ach so, ich kann wieder laufen. Ich habe gewartet, dass die was sagen. Dann gucken wir uns mal. Ja, es ist männlich, schade. Naja, wahrscheinlich sowieso gescriptet, aber mit Level 5 erneut zu dir gestoßen? Ach so, ja, weil wir es gefangen haben und es dann nochmal erst. Ist mit Hilfe einer mysteriösen Kraft in die Kanto-Region gereist. Well, yes, but actually no. Ist das euer Ernst? Laber nicht die ganze Zeit. Laber mal nicht die ganze Zeit. Und guck mal, es läuft relevant hinter einem her. Schwert und Schild, seht ihr das? Eevee, starrt dein Gesicht an. Danke, du auch. Einen Moment noch, eine Sache wäre da noch. Jetzt, wo ihr richtige Pokémon-Trainer seid, habe ich eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr etwas auf eure Reise mitnehmt. Drugs. Das wird ein tolles Projekt, ich merk's schon. Was ist es, Professor? Das, mein Lieber, ist ein Pokédex. Ich habe ihn selbst entworfen. Darin werden automatisch Starten zu den Pokémon aufgezeichnet, denen ihr auf euren Abenteuern begegnet. Er ist eine Art Hightech-Lexikon, das seine Seiten selbst mit Inhalt füllt. Hier, Günther Lohl und Sohngeburt. Diese beiden Exemplare schenke ich euch. Das ist schön. Ich erhalte einen Pokédex. Die gesamten Daten eines Pokémon erfasst der Pokédex übrigens erst, wenn man es gefangen hat. Es reicht also nicht, es nur gesehen zu haben. Wisst ihr, ich träume schon seit langer Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten. Informationen zu sämtlichen Pokémon dieser Welt jederzeit griffbereit. Aber inzwischen bin ich zu alt, um die unzähligen Pokémon selbst zu fangen. Solche Abenteuer sind nichts mehr für meine müden Knochen. Deshalb möchte ich, dass ihr zwei meinen Traum verwirklicht und den Pokédex vervollständigt. Mit dieser Arbeit werden wir Geschichte schreiben. Also macht euch schon auf den Weg. Das Abenteuer wartet auf niemanden. Boah, unser eigener Pokédex. Mann, wir werden auf unseren Reisen so viele Pokémon begegnen. Es wird super. Ich kann nicht länger warten. Ich mach mich gleich auf die Sorge. Warte, ich hab Schuhe. Ich nehm die. Wir sehen uns bestimmt draußen, oder? Lass dich nicht hetzen, aber mach schnell. Yes. But
No, wo sind Einstellungen? Kann ich den Sound verändern, falls er nicht passt? Ja. Ich kann den Sound, wenn es diese Folge nicht passt, nochmal editen. Das ist gut. Los, zieh. Oh, das ist ja ein süßes Pokémon. Das hat dir bestimmt der Professor geschenkt. Moment, was sagst du da? Gar nichts, weil du als Pokémon-Protagonist nicht reden kannst? Was? Wirklich? Da bin ich sprachlos. Und du offensichtlich auch. Und wie heißt das Kleine? Ah, Eevee, wirklich niedlich. Ja. Hui ist ganz schön lebhaft. Ihr beiden werdet von jetzt an euch ins Abenteuer stürzen, habe ich recht? Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Deshalb habe ich das hier für dich aufbewahrt. Oh, guck mal. Eine Karte, die wir gefühlt nie aufrufen werden, weil wer macht das in Pokémon-Spielen, außer manchmal, wenn man sie zum Fliegen öffnen muss. Wenn du einmal wissen willst, wo du genau gerade bist, musst du einfach nur einen Blick auf die Karte in deinem Beutel werfen. Na gut, dann wünsche ich euch beiden eine gute Reise. Passt auf euch auf. Ah, diese Schatten. Jetzt mal mehr, so schlimm hatte ich die nicht im Kopf. What the fuck? Was macht man bei diesen Schatten? Hilfe. Dann geht's jetzt los. Und Spoiler, unser Evoli ist overpowered wie Scheiße. Vielleicht noch nicht direkt, aber es wird auf jeden Fall noch overpowered wie Scheiße. Guck, mein kleines Kind. Siehst du die Stufen hier? Ich habe immer ein bisschen Angst davor, sie runterzuhüpfen. Aber so kommt man am schnellsten nach Alabastia zurück. Ja, und man springt diesem scheiß Taubs hier in die Fresse. Ich nehme es einfach mal mit, aber wie gesagt, mein Team ist geplant und Taubsi ist da definitiv nicht eingeplant. Kamehare. Das hat irgendwie... Hast du gesehen, wann ich geschwungen habe und wann der Ball geflogen ist? Das war gefühlt eine Sekunde verzögert. Also... Wirklich, danke. Wahrscheinlich muss ich deswegen irgendwie so schwingen, damit es die ganze Zeit... Obwohl, nee, das benutzt ja gar nicht die Sensorleiste. Die ist ja von der Wii Wii U. Lol. Ja, auf Deutsch, Spieler einfach wieder Crack im Auge. Und wir haben Taubsi. Ach, und in diesem Spiel sieht man Shinies schon auf der Overworld. Vielleicht finde ich auch mal einmal im Leben eins. Ich habe irgendwie bisher 2-3 Shinies wild gefangen, weil ich in Sonne, Mond Shiny Chaining gemacht habe, was meiner Meinung nach die freeste Shiny Hunt Methode ist, die es in der Reihe gibt. Okay, Knuffensachen. Also ich habe hier nicht den Plan, irgendwie den Pokédex zu vervollständigen oder so. Ich will das einfach nur entspannt durchspielen und ja, was kann ich jetzt machen hier? Hab ich 4-mal. Und jetzt klappt's erst. Eevee hat eine Himbeere gefunden. Krass. Moin. Ich bin's. Boah, was hast denn du da für ein cooles Pokémon? Ich hol nachher mein Lieblings-Pokémon, dann können wir kämpfen. Ernsthaft. Man kann noch nicht mal gegen die ersten Trainer kämpfen im Moment. Mann. Was ein spannendes Game. Ach stimmt, die gibt's ja in dem Spiel, lol. Hier sitzt ein Rentner. Du versuchst den Pokédex zu vervollständigen? Dann gebe ich den Rat mit auf den Weg. Man kann nie genug Pokébälle haben. Kauf dir im Pokémon-Supermarkt am besten auf der Stelle einen ordentlichen Vorrat. Wo ist der? Ach, ja. Alter. So. Ich dachte, du gibst mir was. Hallo, du kommst aus Alabastia, oder? Dann kennst du auch sicher Professor Baum. Es ist eben eine Bestellung für ihn eingetroffen, aber ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Willst du sie für mich zum Professor bringen? Danke, dass du fragst und nicht auf eine Antwort wartest. Das ist echt nett von dir. Richte Professor Baum doch bitte schöne Grüße von mir aus. Und yay, Laufwegersparnis.
Warum müssen wir das überhaupt machen? Oh, hallo Günther Lohl. Na, wie verstehst du dich mit Evoli? Nanu? Ich mag diese Geräusche nicht, die das macht. Na, da staune ich. Ihr beide seid ja schon gerade zu unzertrennlich. Du scheinst als Pokémon-Trainer großes Talent zu besitzen. Oh, du hast was für mich? Yeah. Ach, meine Lieferung ist also eingetroffen. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, sie extra herzubringen. Professor Ei, Professor... Mein Pikachu ist an der Attacke, Alter. Wow, wie cool ist das denn, Günther Lohl? Ist Evoli etwa einfach so an dir hochgeklettert? Nee, wir haben eine Seilwinde gebaut, hä? Was denkst du denn? So, Geburt, du kommst gerade richtig. Ich hatte eben gerade eine tolle Lieferung erreicht. Hier, das ist für euch. Krass. Danke. Die sehen lecker aus. Halt dein Maul. Die Beeren sind für Pokémon gedacht. Wirfst du ein Pokémon eine Himbeere zu, bevor du es mit einem Pokéball anvisierst, freut es sich riesig drüber und lässt sich da ja leichter fangen. Hey, sagen Sie das doch gleich, ich bin behindert, ich merke das doch gar nicht. Dann wäre das auch geklärt, ihr zwei. Ob ihr möglichst viele Pokémon fangt oder lieber ein paar wenige besonders sorgfältig trainiert, bleibt ganz euch überlassen. Ich habe euch zwar vor 5 Minuten gesagt, dass ihr auf jeden Fall den Pokédex vervollständigen sollt, aber scheiß drauf, ich habe meine Meinung geändert. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. Ja, Guck mal, wir dürfen kämpfen. Sekunde! Das Trainer-Dasein besteht nicht nur aus dem Fangen von Pokémon. Trainer, die machen hier Kämpfe. Ich zeig dir mal, wie das geht. Los, kämpfen wir. Okay, du willst mir zeigen, wie Kämpfe gehen. Ja, wäre ja alles zu komplex. Also, für die, die es nicht wissen, dieses Spiel ist wirklich das größte Casual-Pokémon-Game, das irgendwie möglich ist. Sein Pikachu ist overleveled, unfair. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das easy gewinnen werde. Well! Ja, mein Evoli ist ein bisschen krasser als dein Pikachu. Siehst du, Evoli Supremacy, Bitch! Oh mein Gott, es ist jetzt ein 31er. Es hat 31er Farbe, ja. Ihr habt einen Gag verstanden, denke ich. Und ruckzucki. Ja, und natürlich hat man automatisch dauerhaft EP-Teilung aktiviert, weil, ja. Oh Mann, hätte ich den Mund nicht so vollgenommen. Scheiße. Ich hätte meinen Pokémon von seinem ersten Kampf richtig trainiert. So, ich habe weniger trainiert als du und du hast trotzdem verkackt, du Affe. Lass uns das bald wiederholen. Na, wie war dein erster Kampf? Dein Partner Evoli hat sich ganz ausgezeichnet gemacht, muss ich sagen. Ja, es ist ja auch broken. Also, das war's dann mit dieser sehr interessanten ersten Folge von Pokémon Let's Go Evoli. Wenn das so weitergeht, dann wird das noch ein sehr interessantes Projekt. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.